Sima hat einen sehr starken Charakter und war eigensinnig. Von den drei Geschwistern war sie wohl diejenige, die genau wusste, was sie wollte. Sie hatte da schon ein bisschen Sonderstellung in der Familie auch, dass sie nun die Lehrerinausbildung geschafft hatte. Ne? Und da war man schon davon ausgegangen, dass sie das wohl ihr Leben lang machen würde. Nur man hatte gedacht, hier in Bremen. Ne? Mhm. Das hatte sie sich anders vorgestellt. Die Eltern waren ja zuerst entsetzt, dass sie das also unmöglich fanden, dass sie mit ihren 28 Jahren alleine nach China ging. Das war also für die Zeit eigentlich undenkbar. Meine Großmutter war auch so etepetete und das macht man doch nicht, nicht. Der Großvater, der war in der Bürgerschaft und Schier an der Beke ist der Name Schierenbeek. Nicht? Das hat sich daraus entwickelt. 1928 und es gibt ja in Bremen die große Im- und Exportfirma Melchers. Und von der Firma Melchers sollte der eine Sohn, der war schon hier in Bremen mit in den Betrieb drin, aber der sollte nun auch mal den Außenposten in China kennenlernen. Und da, so hat die Firma Melchers die Reise gebucht quasi für ihren Junior und für meine Mutter mit. Irgendwie waren da Verbindungen schon vorhanden. Und dann hatte man die Reise gebucht für die Transsibirische Eisenbahn, die ja über Moskau dann bis Peking ging. Und es war alles perfekt und geplant, nur leider wusste man von hier nicht, dass in der Mandschurei kriegerische Auseinandersetzungen waren und dadurch war die Bahnlinie unterbrochen. Die ging also gar nicht mehr. Und meine Mutter musste ja nun zum Schulbeginn im Herbst des Jahres 1928 dort unten sein. Aber das letzte Schiff war von Bremerhaven schon abgefahren. Das war schon auf dem Wege nach Genua und dort unten konnte sie dann gerade noch so einsteigen, musste sie natürlich ihre ganze Ausrüstung neu anschaffen für die lange Reise auf See. Und dann musste sie noch eine Woche mit einem kleinen Schiff auf dem Yangtze-Kiang fahren bis zu dem Ort Hankou. Und da war eben diese Schule, wo sie unterrichten sollte. Ja, sie schickte eines Tages ein Foto nach Hause und da stand drauf: Kennt ihr diesen Buben? Und da hatte sie sich, also sonst immer lange Haare, Zopf oder hinten hier Tülüt oder sowas. Und da hatte sie sich aus Gründen, weil es da so heiß war in China, da hatte sie sich einen richtigen schönen Bubikopf schneiden lassen. Und das war also hier unglaublich. Nein, Frauen mit kurzen Haaren, das galt nichts. Also sie war schon sehr unternehmungslustig und hat dann alles Mögliche gemacht. Sie hatte eine ganz entfernte Cousine und deren Mann, der war Schulleiter in Peking, an der deutschen Schule in Peking. Und nachdem sie das eine Jahr dort unterrichtet hatte, da war sie mit denen natürlich mehr in Kontakt gekommen. Und die hatten eine Reise geplant in die Berge. Sie sind dann gereist mit ganz großem Gepäck. Also einen Teil konnten sie mit so einem alten klapprigen LKW fahren. Und dann ging es aber nur mit Pferden oder Mulis oder auch mal in der Rikscha weiter. Und so sind die weitergeritten, von einem Kloster zum anderen. Sie hatten ihre Feldbetten dabei, sie hatten Kochgeschirr dabei. Sie konnten zwar bei einem Kloster, meistens draußen, vielleicht unter so einem Vordach, konnten sie ihre Betten da aufstellen. Und das muss also unheimlich interessant gewesen sein. So auf der Klostermauer haben die dann morgens gefrühstückt und sowas. 3,5 Jahre waren es wohl ungefähr. Da hat sie sich dann irgendwann auf die Heimreise begeben, aber nicht den kurzen Weg, sondern durch den Pazifik. Ja, das war ja nun die 1932, da ging es hier ja schon etwas anders her, politisch. Und sie ist dann aber gleich wieder in den Schuldienst gekommen und wieder mit Leidenschaft unterrichtet und in der Nachbarklasse unterrichtete ihr späterer Ehemann. Da haben sie sich kennengelernt. Und dann ist sie wieder sehr aktiv gewesen mit ihrem Mann in der Schullandheimbewegung. Und da ging das los mit der Kinderlandverschickung, KLV abgekürzt. Und dafür mussten meine Eltern mit ungefähr 30 Kindern, das waren Mädchen, die kamen so aus den verschiedenen Stadtteilen hier. Und ich war da 3-4 Jahre alt und mich mussten sie dann ja auch mitnehmen. Konnten mich ja hier nicht an der Garderobe abgeben. Dann sind wir 5 Jahre da unten gewesen und die Mädels aus diesem KLV-Lager, die haben abwechselnd dann immer mal eine Stunde auf mich aufgepasst, weil meine Eltern ja auch unterrichtet haben. Ne? Und dann die
Kinder, denen das Lernen ein bisschen leichter fiel, die durften dann die Kleine mal ausführen oder ausfahren oder sowas. Aus der Zeit, die Mädel, die haben einen solch tollen Kontakt untereinander, die treffen sich heute noch. Die eine sagte dann ganz temperamentvolle, und dass du auf jeden Fall das erwähnst, dass das das erste Mal gewesen wäre, dass ein Ehepaar, ein Lehrer-Ehepaar, eine ganze Klasse betreut hat mit 30 Kindern und von morgens bis abends rund um die Uhr. Ne? Die mussten ja die Kleinsten damals, die waren so um 7 Jahre alt, die Größeren waren 10 und die waren 5 Jahre eben sehr eng zusammen. Und das hat sie doch sehr geprägt. Ja.